Get down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Die Mission der Menschheit, den Mond und den Mars zu besiedeln, stellt uns vor neue Aufgaben in unserem Verständnis des Menschen und seiner Beziehung zum Universum. Bevor wir aber daran denken können, erste Siedler zum Mars zu schicken, müssen wir uns erst Klarheit über die Rolle sogenannter schwacher Kräfte verschaffen, die von den meisten heutigen Wissenschaftlern als vernachlässigbar angesehen werden. Ein Beispiel. Was sind die Wirkungen langer Weltraumaufenthalte auf unsere Raumfahrtpioniere in biologischer und anderer Hinsicht? Wie gehen wir an die Frage heran, andere Planeten bewohnbar zu machen? Was wird uns die Rolle schwacher Kräfte auf die gesamte biologische und geologische Geschichte unseres Planeten eröffnen? Und was werden wir daraus über die wirklichen Eigenschaften des Universums erfahren? Wird sich das künstliche Bild eines entropischen, aus chaotischen Teilchen zusammengewürfelten Universums halten lassen? Um diese Fragen kompetent beantworten zu können, müssen wir uns die dynamischen Wechselbeziehungen des Kosmos mit einzelnen Lebensprozessen und der Gesamtheit der irdischen Biosphäre anschauen. Seit der Zeit Platons hat sich der Mensch einen Begriff vom Universum erworben. Er hat lange Zyklen beobachtet und Hypothesen über deren astrophysikalischen Ursachen aufgestellt. Einer der Pioniere, der die Beziehung zwischen der Biosphäre und dem sie umgebenden kosmischen Medium untersucht hat, war der russische Biogeochemiker Wladimir Vernadsky. Vernadsky betrachtete die Biosphäre als einheitliches, sich kontinuierlich antientropisch entwickelndes System, das nicht nur durch die Aktivität von Lebewesen innerhalb der Biosphäre, sondern auch durch ein harmonisches Zusammenspiel mit Kräften außerhalb der Erde angetrieben wird. Die Sonne spielt bei den Lebensprozessen auf unserem Planeten offenbar eine ausschlaggebende Rolle, denn auf ihr beruht einer der auffallendsten Zyklen, den wir Tag für Tag und Jahr für Jahr beobachten. Doch bereits zu Vernadskys Zeit entwickelten sich neue Informationen über eine weniger sichtbare Kraft, die Einwirkung kosmischer Strahlung auf die Erde. Inzwischen sind neue Nachweise erbracht worden, wie diese schwache Strahlung auf die Erde und auf Lebensprozesse wirkt, woraus eine höhere Hypothese entwickelt werden kann. Schauen wir zurück auf die lange, dunkle Geschichte des Lebens auf der Erde. Paläontologen sind in der Lage, diese Geschichte durch die Untersuchung von Fossilienfunden zu verstehen, die lebende Organismen vor bis zu 500 Millionen Jahren hinterlassen haben. Als erstes stellen wir dabei fest, dass bestimmte Arten, die in bestimmten Geschichtsperioden existierten, plötzlich offenbar ausgestorben sind oder zumindest zahlenmäßig zurückgingen. Ein solcher Prozess wird gewöhnlich Massenaussterben genannt. Wir bemerken aber noch etwas anderes, worüber viel weniger diskutiert wird als über das Phänomen Massenaussterben. Die Fossilienfunde lassen auch bestimmte Phasen erkennen, in denen plötzlich neue Arten entstanden sind. Dieser Prozess hat ständig und ohne Umkehrung zu immer komplexeren und höher entwickelteren Lebensformen geführt. Vor kurzem haben Wissenschaftler der University of California in Berkeley diese Geschichte der fossilen Artenvielfalt in den letzten 500 Millionen Jahren statistisch analysiert. Sie konnten dabei sehr lange Zyklen der Zunahme und Abnahme in der Zahl einzelner Arten auf unserem Planeten nachweisen. Bei weiteren Nachforschungen entdeckten die Wissenschaftler ein Muster, einen regelmäßigen Rhythmus in den Zyklen der Artenvielfalt. Am auffälligsten war dabei ein regelmäßiger Auf- und Abzyklus, der etwa alle 62 Millionen Jahre vorkommt. Schaut man jedoch genauer hin, so sieht man einen weiteren, schwächeren Zyklus, der dem primären Zyklus überlagert ist. Diese schwächere, aber immer noch signifikante Welle hat einen Zyklus von etwa 140 Millionen Jahren. Was könnte die Ursache davon sein? Schauen wir dabei auf einen weiteren Zyklus, der erst kürzlich nicht bei Untersuchung von Fossilien, sondern bei der Untersuchung von Meteoriten entdeckt wurde. Eisenmeteoriten, die ihren Weg aus dem Weltall durch unsere Atmosphäre gefunden haben,
lassen einen Zyklus erkennen, der unseren langen Wellenzyklus der Artenvielfalt ähnelt. Bei Messungen des Gehalts radioaktiven Kaliums in diesen Meteoriten stieß man auf einen 143 Millionen Jahre Zyklus. Was könnten diese parallel laufenden Zyklen von Isotopendichte und Artenvielfalt eventuell erklären? Weiten wir den Horizont. Nach dem Stand unseres Wissens hat unsere Galaxie, die Milchstraße, mehrere Spiralarme. Unser Sonnensystem umkreist unsere Galaxie auf ähnliche Weise, wie unser Planet um die Sonne dreht. Auf der Erde messen wir Jahre nach der Zeit, wie lange ein Umlauf um die Sonne dauert. Jedoch die Zeit, die es braucht, um die gesamte Galaxie zu umkreisen, könnte man ein galaktisches Jahr nennen. Im Verlauf eines galaktischen Jahres macht unser Sonnensystem eine Reise durch jeden der vielen Spiralarme der Milchstraße hindurch. Die Dauer der Reise in jedem Spiralarm hinein und wieder heraus wird auf ungefähr 135 Millionen Jahre geschätzt. Damit kommen wir zu den kosmischen Strahlen zurück. Die Quellen kosmischer Strahlen in unserer Galaxie sind nicht gleichmäßig verteilt. Jeder der Spiralarme ist dicht bestückt mit neu gebildeten Sternen und explodierenden Supernovae. Soweit man derzeit weiß, sind diese Supernovae die Hauptquelle für den Großteil der kosmischen Strahlung. Der Raum zwischen den Spiralarmen ist weniger dicht mit Supernovae besetzt. Bei unserem Durchgang in die Spiralarme und wieder hinaus sollte man somit entsprechende Schwankungen in der kosmischen Strahlung erwarten, die unseren Planeten kreuzt. Das wäre eine Erklärung für den 143 Millionen Jahre Zyklus beim radioaktiven Kalium, der in Meteoriten auf der Erde festgestellt wurde. Die Frage bleibt jedoch, kann dieser Zyklus kosmischer Strahlung auch die beiden langwelligen Zyklen erklären, die uns bei der Artenvielfalt auf unserem Planeten aufgefallen waren? Betrachten wir hierzu den kürzeren, aber stärkeren Rhythmus von 62 Millionen Jahren. Wenn man erneut herauszoomt und uns dieses Mal unsere Galaxie von der Seite anschaut, sieht man, dass unser Sonnensystem bei der Umkreisung des galaktischen Zentrums oberhalb und unterhalb der Äquatorialebene schwimmt. Diese Oszillation hat eine andere Geschwindigkeit als der Durchgang durch die Spiralarme. Tatsächlich haben diese Zyklen einen Takt von etwa 60 Millionen Jahren. Zieht man in Betracht, dass sich die Intensität kosmischer Strahlung auf einer Seite der galaktischen Ebene gegenüber der anderen wahrscheinlich unterscheidet, könnten diese Oszillationen und die damit einhergehenden Schwankungen des kosmischen Strahlungsflusses den 62 Millionen Jahre Zyklus in der Artenvielfalt unserer Biosphäre erklären. Neben der fossilen Artenvielfalt passt dieser Zyklus auch mit anderen messbaren zyklischen Veränderungen auf der Erde zusammen, darunter mit einer Komponente der Exon-Kurve von Meeresspiegelschwankungen, bei der die bei schwankenden Wasserspiegeln bloßgelegten Festlandflächen bestimmt werden, wozu man das Verhältnis der Strontium-Isotope 87 und 86 benutzt. Das lässt auf eine Beziehung zwischen tektonischen Veränderungen und astronomischen Zyklen schließen. Es gibt auch eine größere tektonische Veränderung, wobei das Alter von abgelagertem Eruptivgestein zeigt, dass die vulkanische Aktivität dem gleichen etwa 60 Millionen Jahre langen Zyklus folgt. Es gibt also offenbar eine Korrelation zwischen diesen galaktischen Zyklen und der Artenvielfalt des Lebens hier auf der Erde. Eine provokative Beziehung zwischen Prozessen auf astrophysikalischem Maßstab und den Prozessen, die wir hier auf der Erde beobachten. Eine Resonanz zwischen astrophysikalischen Zyklen und dem Leben hier auf der Erde. Es sollte jedoch betont werden, dass wir noch nicht wissen, was die Ursachen hiervon sind. Es wäre aber völlig falsch, wie heute in der Wissenschaft gang und gäbe ist, die kosmische Strahlung als schwache Kraft abzutun. Denn wenn man einen Schritt zurücktritt und sich die Entwicklung unseres Kosmos über längere Zeitspannen von hunderten Millionen Jahren betrachtet, dann wird die kosmische Strahlung als schwache Kraft plötzlich bedeutsamer und stärker als die Kräfte, die ihre Wirkungen unmittelbar vor unseren Augen entfalten. Wie eben gesehen, steht die kosmische Strahlung offenbar in Verbindung mit viel stärkeren Evolutionsprozessen, nicht nur einzelner Arten, sondern der Biosphäre insgesamt. Das Leben selbst, wenn man es über Zeiträume von Millionen Jahren betrachtet, ist auch eine dieser sehr starken, schwachen Kräfte.
untersucht man die Wechselwirkung zwischen Erscheinungen des Lebens und kosmischer Strahlung, beides sogenannte schwache Kräfte, dürften sich neue Wege zur Beantwortung unserer Fragen auftun. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie es zu der Zunahme der Artenvielfalt kommt, welche zu den höheren Organisationszuständen in unserer Biosphäre und zur wachsenden Spezialisierung von Lebewesen beiträgt. Aber fest steht, dass Leben gegenüber verschiedenen Formen der Strahlung sehr empfindlich ist. Die weit verbreitete Vorstellung einer linearen Strahlungswirkung ohne Schwellenwert wird ebenfalls entkräftet. Das heißt, Strahlung ist nicht immer schädlich. Es lässt sich zweifelsfrei belegen, dass bestimmte Strahlungsfrequenzen in bestimmter Menge für Lebensprozesse unabdingbar sind. Aber auch diese schwachen Kräfte hatten bisher die meisten Wissenschaftler nicht auf dem Radar. Nachdem wir jetzt untersucht haben, wie die größeren Prozesse des Kosmos die Biosphäre als Ganze beeinflussen, wollen wir nun herausfinden, wie dieselben schwachen Kräfte die Lebensprozesse im Kleinen bestimmen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Lebewesen auf Strahlung reagieren. Das offensichtlichste Beispiel ist die Photosynthese, durch die Pflanzen sichtbares Licht in Kohlenwasserstoffe verwandeln und so die Stoffwechselprozesse auf der Erde in Gang setzen. Aber es gibt inzwischen weitere Erkenntnisse über schwache Strahlung, die in geringen Intensitäten vorkommt, aber unverkennbare qualitative Effekte auf Lebensprozesse ausübt. Die meisten Lebewesen zeigen deutliche Tages-, Mond- und Jahreszyklen, die ganz offensichtlich auf Sonne und Mond zurückzuführen sind. Man beobachtet sie im Schlaf-, Ess- und Reproduktionsverhalten von Pflanzen, Tieren und Menschen. Wie steht es aber mit den Effekten energiereicher kosmischer Strahlung? In den 1950er Jahren hat der amerikanische Biologe Frank Brown die Stoffwechselzyklen von Pflanzen und Tieren untersucht und dabei Hinweise auf den möglichen Einfluss von Kräften wieder kosmischen Strahlung auf ihren tagesperiodischen Stoffwechselrhythmus gefunden. Eine interessante Korrelation mit primärer kosmischer Strahlung wurde aus Untersuchungen über die Stoffwechselzyklen von Austern im Hafen von New Haven in Connecticut deutlich, wo die Austern ihre Schalen rhythmisch zu den Gehzeiten öffnen und schließen. Frank Brown und seine Mitarbeiter verbrachten einige der Austern von ihrem Platz im Hafen von New Haven in mehrere Schüsseln mit Meerwasser in Evanston, Illinois. Die Austern wurden in einer lichtdichten Fotodunkelkammer gehalten, wo sie jedenfalls keinen direkten Sonnenkontakt hatten. Man beobachtete, wie die Tiere auf ihre neue Umgebung reagierten. Über eine Zeit von 2 Wochen gelang es ihnen allmählich, den Rhythmus ihrer Schalenöffnung vom Fluthochstand in New Haven auf die dem Fluthochstand in Illinois entsprechende Zeit umzustellen. Offenbar reagieren die Tiere nicht einfach auf die Gehzeiten oder auf visuelle Reize von Sonne oder Mond. Was sagt uns dies also über die täglichen Zyklen dieser Tiere? Im Laufe seiner weiteren Untersuchungen führte Brown noch genauere Experimente durch. 2 Sommer hintereinander baute Brown unter Laborbedingungen Kartoffeln an, wobei Licht, Druck und Temperatur genau geregelt waren. Der Stoffwechselumsatz wurde anhand der Höhe des Sauerstoffverbrauchs gemessen. Dennoch zeigten die Kartoffeln an jedem einzelnen Tag komplizierte Stoffwechselschwankungen, die jeden Tag anders abliefen. Das war erstaunlich, da keinerlei Schwankungen in der kontrollierten Umgebung feststellbar waren, die als Erklärung dafür dienen konnten. Erst als man außerhalb der kontrollierten Umgebung nachschaute, stellte man fest, dass Schwankungen des äußeren Luftdrucks mit den vereinzelten Schwankungen des Stoffwechselumsatzes übereinstimmte.
Kurz nach diesen Experimenten erfuhr Brown von Messungen der Menge kosmischer Strahlung, der die Erde während der beiden Sommer ausgesetzt war. Da deren Schwankungen sich ebenfalls mit den Stoffwechselveränderungen der Kartoffeln deckte, vermutete Brown, dass die kosmische Strahlung, die ohne Probleme sämtliche Wände des Labors durchdrang, eine Signalwirkung auf das Pflanzenwachstum gehabt haben könnte. In einem ähnlichen Tierexperiment reagierten auch Winkerkrabben, die im Englischen Fiddler Crabs, also Fiedlerkrabben heißen, auf Umwelteinflüsse außerhalb des Labors. Im Abgleich ihrer Stoffwechselzyklen mit kosmischer Strahlung ergab sich eine umgekehrte Beziehung, das heißt, bei geringerer kosmischer Strahlung waren die Krabben aktiver. Wenn unsichtbare Strahlen wie diese die Stoffwechselzyklen von Lebewesen verändern können, welche unsichtbare Strahlung gibt es noch, die Einfluss auf Lebensprozesse nimmt? Im Jahre 1923 fiel dem russischen Wissenschaftler Alexander Gurwitsch auf, dass zwar der Endzustand eines Lebewesens klar definiert war, dass aber die Bildung und Teilung der Zellen, die letztlich im ausgewachsenen Organismus ihren Platz haben, scheinbar ganz zufällig und ungeordnet ablaufen würden. Gurwitsch wählte als Versuchsgegenstand eine Zwiebel, die gewöhnlich symmetrisch wächst, das heißt auf allen Seiten eine ähnliche Zellteilungsrate hat. Er versuchte herauszufinden, ob eine unsichtbare Strahlungsquelle in den Wurzelspitzen Einfluss auf die Zellteilung habe. Die Zwiebelhälften wurden senkrecht zueinander befestigt, wobei eine Wurzelspitze auf die Seite einer anderen Wurzel gerichtet war. Nachdem ausreichend Zeit für weitere Zellteilungen gelassen wurde, untersuchte er die fragliche Wurzel, um festzustellen, ob sich die Teilungsrate von einer Kontrollwurzel unterschiede. Gurwitsch beobachtete eine um 20% höhere Zellteilungsrate auf der Seite des Wurzelschaftes, auf den die Wurzelspitze gerichtet war. Damit war erwiesen, dass von der Wurzelspitze eine bestimmte Strahlung ausgehen musste, die Gurwitsch mitogenische Strahlung nannte und die die Zellteilung anregte. Noch ein weiteres Experiment war erforderlich, um genauer einzugrenzen, welche Art Strahlung diesen Vorgang verursachte. Als Gurwitsch eine dünne Scheibe aus Fensterglas zwischen die beiden Wurzeln brachte, verringerte sich die Zellteilung wieder auf normale Raten, was zeigte, dass der mitogenische Effekt verschwunden war. Als er das Fensterglas mit einem Quarzkristall ersetzte, kam der mitogenische Effekt wieder zum Vorschein. Das signalisierte Gurwitsch, dass die mitogenische Strahlung eine Emission im ultravioletten Bereich sein musste, welche durch Fensterglas absorbiert wird, aber ein Quarzkristall leicht durchdringt. Damit hatte Gurwitsch gezeigt, dass eine geringe Menge ultraviolette Energie an der Bildung lebender Strukturen beteiligt ist. Die Stärke dieser scheinbar schwachen Kräfte verschafft uns Zugang zu einer unsichtbaren Realität, die Leben auf der Erde ermöglicht. Es gibt noch sehr viel, das uns über die Rolle der Strahlung bei Lebensprozessen hier auf der Erde unbekannt ist. So zum Beispiel auch, was genau die Natur der kosmischen Strahlung ist, mit der sie die Entwicklung von Leben beeinflusst. Viren reagieren genauso auf Strahlung. Unter Laborbedingungen lassen sie sich mit der Wirkung ultravioletter Strahlung an- und abschalten. Welche Rolle spielen sie im Evolutionsprozess? Oder andersherum, was von der kosmischen Strahlung ist für die Lebensprozesse erforderlich, damit diese überhaupt ablaufen können? Wenn galaktische Zyklen und damit einhergehende Änderungen in der kosmischen Strahlung eine integrale Rolle bei der Entwicklung des Lebens und der Biosphäre spielen, könnte dies unser Verständnis vom Leben im Universum völlig verwandeln. Denn wie könnten galaktische Änderungszyklen der kosmischen Strahlung eine fundamentale Rolle bei der antientropischen Entwicklung des Lebens spielen, wenn sie nicht von der gleichen antientropischen Beschaffenheit wären wie das Leben und die Biosphäre? Wie sind dann Lebewesen auf diese galaktische Harmonie abgestimmt? Welche besondere Resonanz macht es möglich, dass es überhaupt zu dieser Art von Beziehung kommt?
Das meiste, was man gegenwärtig über extragalaktische Strahlungsquellen wie den Krebsnebel, Pulsare oder Supernovae vermutet, ist reine Spekulation, die einfach von unseren Erfahrungen auf der Erde abgeleitet sind. Aber die ständige Bildung neuer kosmischer Strahlungsquellen gibt uns einen Einblick in die schöpferische Natur des scheinbar unbelebten Universums selbst. Ein Prozess, der nicht zyklisch, sondern bewegt und gerichtet erscheint und der der Entwicklungsqualität von Biosphäre und Noosphäre ähnelt. Wenn wir dessen Resonanz mit Lebensprozessen auf der Erde verstehen, verstehen wir auch mehr über die schöpferischen Prinzipien des Universums. Der Hauptgedanke bei diesen Überlegungen ist ein neues, erweitertes Periodensystem der Elemente, das die Grundbeziehungen zwischen Strahlung und Materie und vor allem deren Beziehung in Lebensprozessen ausdrückt. Wenn wir unser Wissen über die Rolle von Energiephänomenen in lebender Materie erweitern, könnte daraus eine Revolution im Bereich der Medizintechnologie entstehen. Von oben betrachtet lässt sich die Biosphäre der Erde als eine Region der Veränderung auffassen. Die Kraft lebender Materie liegt in ihrer Fähigkeit, Kräfte wie kosmische und andere Strahlung für den evolutionären Prozess stetiger Aufwärtsentwicklung nutzbar zu machen. Das nimmt die Form zunehmender Organisation und höherer Energieflussdichten an. So wirken Lebensprozesse natürlich bei der Schöpfung mit. Was aber ist dann der Beitrag der Menschheit? Um wie vieles schneller und wirksamer als selbstbewusste menschliche schöpferische Tätigkeit die Organisation des Universums vorangebracht? Und wie werden wir uns heute dieser schöpferischen Mission stellen?